Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich die 1000 Abonnenten FAQ-Auswertung. Gleich einmal vorneweg, ihr seht, wenn ihr das Video seht, quasi, also ihr hört mich quasi, wie ich die Fragen beantworte, aber ihr seht im Vordergrund ein Gameplay von Star Wars Battlefront 2. Ich bin nicht genau sicher, welches ich genommen habe, aber ich glaube, es war auf Tatooine, auf Mos Eisley. Und da wollte ich auch einmal wissen, wie ihr das findet oder finden würdet, wenn ich solche Videos, also solche, auch wenn ich Updates oder sowas mache, Battlefront Gameplays dahinterlege, ob euch das gefällt oder ob ich lieber bei so Standbildern bleiben soll. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. So, dann habe ich mir gedacht, dann fange ich mal sofort an. Wir machen das von meiner Kommentarliste von oben nach unten. Es werden einfach die Kommentare, die oben sind als erster gelesen, die unten sind als letztes, und das machen wir die Reihenfolge durch. Und wenn eine Frage doppelt kommt, dann beantworte ich sie nicht, oder wenn sie kurz ist, einfach nochmal. Alles klar, also Superman 308 schreibt, also ein paar Sachen zu sagen. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 1000 Abonnenten, da bedanke ich mich sehr bei dir. Wie bist du auf YouTube gekommen und wer hat dich dazu gebracht oder warst du es? Ja, also zu YouTube bin ich eigentlich gekommen, dass ich schon. Also mein allererstes YouTube-Video, das habe ich mit einem Freund gemacht. Das existiert aber nicht mehr, das haben wir runtergenommen. Das war 2006, 2007. Das war auch ein richtiges Crap-Video, aber wir haben halt da schon das erste Video gemacht und waren total fasziniert so. Und haben uns halt gedacht, hey, also ich habe mir halt gedacht, so, hey, das. Also wir hatten damals gedacht, so, hey, das möchten wir auch machen, wir möchten auch ein YouTube-Video hochladen. Das war damals halt total gehypt. Haben wir gesagt, hey, hast du schon gehört, die zwei haben ein YouTube-Video gemacht. Also ja, ich habe schon gesehen, so quasi. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so der Fall, aber trotzdem war es quasi vor den etlichen Jahren ich und ein Kumpel von mir. Wirst du diese Fragen in einem Video sagen? Ja. Dann schreibt er noch, wer ist dein Lieblings-YouTuber? Also mein Lieblings-YouTuber von Let's Plays her, Herr Bergmann, Wenigkraft und Krankrafter. Herr Bergmann, weil ich einfach diese Stimmung so ultra cool finde, die er in seinen Videos macht. Wenigkraft, weil er irgendwie den Heimvorteil hat, weil ich mit ihm im selben Dorf wohne. Und an seine Videos auch ganz cool beschnitten, also ganz cool geschnitten sind. Und Krankrafter, genau wie Wenigkraft, er ist mir einfach auch total super sympathisch und macht auch ganz gute Videos und hat einen eigenen sehr guten Content und eine sehr gute Kanalidentität. Ja. Und dann schreibt er noch, und wem magst du mehr, mich oder Kleingötz, oder magst du sie alle gleich? Also ich finde euch beide echt gut. Ich kann nicht wirklich sagen, welchen von euch besser finde. Ich finde, ihr ergänzt euch zusammen auch sehr gut. Ob es jetzt auf The Fighters ist oder getrennt, ihr macht, also euer Content ergänzt sich sehr gut, und das finde ich auch sehr gut. Deshalb finde ich euch beide gleich gut. Und das sehr gut sogar. Linus Mox oder Linus Mox, keine Ahnung, wie du das ausgesprochen haben möchtest. Wie viel hast du schon für Lego ausgegeben? Lachendes Smiley. Tjo, jo, gute Frage. Also ich schätze mal, wenn man wirklich alles, das ganze Lego zusammenlegen würde, würde ich glaube ich auf den Wert von 5000 Euro kommen, glaube ich. Glaube ich nur. Also schätze bin ich leider ganz schlecht. Also. Und wie findest du meine Mox? Ich finde deine Mox super. Auch deine so klassische Mox-Funktion, wie dieses nach dem Schlacht, so after the battle, Last Man Standing oder wie man es auch nennen möchte, Mock, wo doch quasi alles verwüstet ist, finde ich auch sehr gut und auch eine sehr gute Idee. He-Man-Fan fragt, wie bist du zum Brickfilmen bzw. Let's Playen gekommen? Zum Brickfilmen bin ich gekommen, das war auch so, ich schätze mal 2008. Also ich habe jetzt erstmal so auf YouTube so die ganzen Videos geguckt, die ganzen Brick-Filme, darunter auch mein erster Lieblings YouTube, also mein Lieblings-Brick-Filmer, da auf Mario 77, habe ich dabei halt quasi, ja, gesehen und fand seine Videos einfach so klasse und haben dann einmal gedacht, so, das möchte ich auch machen. Also ich möchte auch so einen Film, wo ich die Figuren bewegen kann, machen, ja. Also so habe ich das damals auch gesagt. Und haben mir halt eine Kamera, eine Filmkamera geholt, aufgenommen und gestoppt, aufgenommen und gestoppt. Daher hat es dann immer angefangen und dann ist es einfach, dann habe ich kurz mit, dann habe ich vor Mystery Skywalker hatte ich auch noch einen Kanal, aber den
habe ich geschlossen, weil ich das Passwort vergessen habe und mir der Content dort überhaupt nicht mehr gefällt. Und zum Let's Play bin ich gekommen, so 2 Jahre circa, da habe ich so, also vor 2 Jahren war es circa, da habe ich so circa, ja, eh, wirklich vor 2 Jahren, eh zur selben Zeit, zu selben Monaten, so selbe Jahreszeit, da habe ich dann so ein paar Kronk-Videos geschaut und habe mir gedacht, Minecraft ist eigentlich ganz cool. Könnte ich auch mal, könnte ich, wäre auch geil, wenn ich das machen könnte, und das kann ich halt machen. Dann Clones4013 fragt, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. dann, wie alt bist du nochmal, XD? also ich bin 17. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, genau, habe ich, also das mit dem Video, das ich da vor etlichen Jahren, 2005, 2006, vielleicht 2007 mal hochgeladen habe, ja. Und warum kriegst du so schnell viele Abos? LG Tim. Ja, warum? Oh, keine Ahnung, muss man Abonnenten fragen. Das ist hauptsächlich seit dem ersten Ark Trooper Teil steigen meine Abos stetig. Keine Ahnung, und der erste Ark Trooper Teil hat auch eine enorm ausschweifende, wenn man das in einen Graph darstellen würde, eine ausschweifende Klickanzahl und Klickanste und eine Klickansteigrate. Also, ich nehme mal an, es liegt an Ark Trooper. Nehme ich mal an, ja. Ein großer Teil an Ark Trooper. Steintrixer, Glückwunsch. Vielen Dank. Dann Brick Production Studios. Den General Grievous hast du von Amazon. Fast. Ich habe es mir abgeschaut von Amazon. Und habe dann einfach nachgebaut, weil mein Körper kaputt war. Also der von meinem General Grievous. dann Lego Fan fragt: Mit welchem Programm machst du deine Brickfilme? Ich mache meine Brickfilme mit iMovie, iStop Motion, iPhoto-Photoshop und ja, das war's eigentlich. Und Lasertool, ja. Guckst du selber Let's und Klein Götz fragt, guckst du selber Let's Plays von anderen YouTubern? Sehr gerne. Ich gucke mir zum Beispiel auch, was ich mir noch lieber ansehe als von den wirklichen, also von den professionellen Haupt-Let's Playern, schaue ich mir so Let's Plays an von Leuten, die auch einen Lego-Kanal haben und das so nebensächlich machen. Zum Beispiel der von Jakob Kaiser. Ich finde den Chuckylacker, sein PvP-Kanal, finde ich echt super. Da schaue ich echt gerne rein. Dann, was magst du mehr, Harry Potter oder Star Wars? Das ist extrem schwer zu sagen. Momentan bin ich mehr so auf Star Wars. In den Sommerferien wird dann Lego Harry Potter und der Feuerkelch kommen. Komplett. Also nicht irgendwie in Parts aufgeteilt, sondern komplett von Anfang bis zum Schluss. Ja. Kann ich so, also momentan ist es Star Wars. Welcher Teil ist deine Lieblings-Star Wars-Episode? Episode 6. Wer ist deine Lieblings-Star Wars-Figur? C-3PO. Und wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ja, also von den Brick-Filmern Darth Milo 77. Von Let's Playern Herr Bergmann, Wenigkraft und Krankrafter. Danke für die Frage. Dann nochmal Lego-Fan. Wann kommen wieder Rebels-Folgen? Wenn ich. Also, ich habe schon eine Idee für eine Rebels-Folge. Ich muss sie eigentlich nur aufnehmen. Und jetzt kommt dann eigentlich eh bald so ein kein Arc Trooper, also es kommt ein Clone Trooper-Video. Aber kein Arc Trooper oder kein Rebels oder sowas. Also, da könnt ihr auch schon mal drauf gespannt sein. Aber wenn ich halt wieder ins Aufnehmen. Und wann kommen wieder Arc Trooper Folgen, wenn ich für mich persönlich mal wieder eine richtig gute Idee habe. Also ich möchte jetzt keine Schlacht einfach machen, sondern ich möchte für Arc Trooper wirklich individuelle Ideen. Das heißt, wenn ich mal wieder eine habe, dann setze ich mich hin und drehe das. Und Anakin Skywalker in Klammer Andy 12. Wie kriegt man Spezialeffekte bei Stop-Motion-Filmen hin? Ja, also wie Jakob Kaiser mich da schon. Also wie der Jakob mich da schon unterstützt, also schon mal ein bisschen was abgenommen hat mit Bildbearbeitung. Mit Laserdoodle kannst du das einfügen und kannst es dann in iStop Motion quasi dann so einrichten. Und nicht, also in Stop Motion dann quasi so einrichten, dass es aussieht, als würde schießen. Ja, das waren alle Fragen. Falls das Gameplay schon zu Ende ist, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und freut euch auf den nächsten Brickfilm, der wird, ich schätze mal, so in 2 Wochen kommen.
Und ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ciao.